In diesem Video geht es heute darum, wie man FreeCAD nutzen kann, um aus Fotografien 3D-Objekte zu rekonstruieren. Dazu gibt es eigentlich schon relativ alte Verfahren, wo man noch ohne Rechner einfach durch Überlegungen, geometrische Überlegungen sowas machen kann. Und es gibt eine schöne Webseite auf der Wikipedia, die habe ich hier mal angezeigt, wo man also ein Schrägbild, ein perspektivisches Bild eines Gebäudes sieht. Und hier ist auch beschrieben, wie man jetzt die wahre Höhe, die wahre Länge und die wahre Breite, diese Linien hier alle konstruieren kann. Der Vorteil der Methode ist, dass sie wirklich nur Geometrie benutzt, ohne langwierige Berechnungen auskommt. Das heißt, es ist ein Verfahren, das man auch schon in der Schule nachvollziehen kann. Und man kann dieses Verfahren relativ einfach in Python mit den vorhandenen Methoden in FreeCRT nachprogrammieren. Das Verfahren, wie sieht es aus? Das Verfahren geht davon aus, dass man ein perspektivisches Bild eines Hauses hat. Weiterhin muss bekannt sein, ein Hauptpunkt. Der Hauptpunkt ist, wenn man Fotografien hat, einfach der Mittelpunkt des nicht beschnittenen Fotos. Also wenn man die Fotografie hat, wenn das eine Fotografie wäre, muss man dann einfach hier die Diagonalen zeichnen und genau die Mitte, das ist der Hauptpunkt. Und das ist eigentlich die Stelle, die am wenigsten oder die nicht verzerrt ist, und alles andere wird ja dann immer in Richtung nach außen verzerrt. Am schlimmsten ist die Verzerrung eigentlich, wenn man sich das Bild von einem Weitwinkelobjektiv anschaut. Dazu werde ich die nächsten Tage was machen. Wie funktioniert das ganze Verfahren? Auf dieser Seite ist beschrieben, was man zu machen hat. Man hat also Folgendes zu tun: Man verbindet Punkte, die in der gleichen Höhe liegen. Hier oben also die Deckkante, hier unten eine Kante, und diese beiden Punkte treffen sich in einem Punkt, der auf der Horizontallinie im Unendlichen liegt. Das gleiche macht man mit der anderen Häuserseite. Kann man auch hier die Firstkante nehmen und die Grundkante. Und dann hat man die Horizontallinie und man zeichnet jetzt hier einfach über diese beiden Punkte einen Taleskreis und errichtet dann im Hauptpunkt die Senkrechte nach hier oben. Und von hier aus dreht man diesen Punkt nach unten, dann bekommt man hier einen Hilfspunkt und hier einen zweiten Hilfspunkt M1 und M2. Das sind zwei Messpunkte. Und jetzt funktioniert es so: Wenn ich zum Beispiel diese Kante habe, die habe ich benutzt, um diesen Punkt auf dem Horizont zu konstruieren, dann ist der entsprechend gegenüberliegende Messpunkt M1 dazu da, dass ich von hier aus zwei Linien zu den Eckpunkten der Kante ziehe. Und diese beiden Linien, die verlängere ich auf eine sogenannte Standlinie und bekomme dann als Enden hier zwei Punkte, und das ist die wahre Breite dieser Häuserkante. Und für die andere Kante, die wir hier liegen haben, funktioniert das genauso. Diese Kante war zuständig, um diesen Punkt F2 zu konstruieren, und ich nehme jetzt den gegenüberliegenden Messpunkt M2, ziehe hier die Linien raus und bekomme hier ebenfalls eine Strecke, und diese Strecke ist natürlich abhängig, wo ich diese Standlinie hinlege. Das heißt, wenn ich diese Strandlinie jetzt rausziehe, werden diese beiden Längen größer, aber sie werden proportional größer. Wenn ich also diese Standlinie schon kenne, wenn ich also in dem Bild irgendeine Strecke habe, wo ich genau weiß, wie groß die ist, dann kann ich die benutzen. Und ich mache das einfach so, dass ich hier die beiden Linien wahre Breite, wahre Länge berechne und dann mit einer Zahl multipliziere, weil ich hoffe und denke, dass man von einem Haus immer mindestens eine Größe irgendwie real kennt. Also wenn ich wieder von Google Maps ausgehe oder von OpenStreetMap, dann habe ich ja wenigstens eine Häuserkante, die ich aus dem Draufbild bestimmen kann. Für die andere Höhe benutze ich das gleiche Verfahren, nur dass ich diesmal eben einfach mal nicht die Horizontallinie benutze, sondern die Linie, die sich ergibt, wenn ich eine Seite und eine Höhe verfolge. Dann gibt es hier quasi noch eine zweite unendliche Linie und hier eine dritte, die bilden ein Dreieck, und da kann man quasi alle anderen Längen dann auch bestimmen. Soweit zur Theorie. Und jetzt geht's los. Also
Ich schmeiß das einfach mal weg. Und habe da jetzt einfach ein Skript und den lasse ich laufen. Den stelle ich dann auf meiner Webseite in meinem Blog wieder zur Verfügung. Dann kann man den nachvollziehen. Okay, und dieses Skript erzeugt mir jetzt also die Projektion eines Quaders auf eine Ebene. Und er erzeugt mir, was wir gerade auf der Webseite gesehen haben, drei Projektionen. Die kann ich jetzt alle der Reihe nach erstmal ausblenden. Das hier ist mein Hauptpunkt. Das ist hier noch ganz drin. So, den blende ich auch erstmal aus. Und wir schauen uns zunächst erstmal die Projektion an. Wie funktioniert das? Das ist der Ausgangsquader. Das ist das Projektionszentrum. Das wäre also quasi der Fotoapparat. Und was macht jetzt eine solche Projektion? Die geht jetzt her und verbindet einfach den Fotoapparat mit den einzelnen Punkten des Gebäudes. Na, schalten wir das mal auf Mehrfachverwendung ein. Also das kann ich jetzt rein theoretisch auch mit der Hand alles zeichnen. Aber da gibt es natürlich in FreeCAD eine schöne Funktion. Ich habe die im letzten Beitrag mal gezeigt, wie die bei der Projektion auf nicht planare Flächen funktioniert. So, jetzt haben wir, ich verlasse mal den Draft-Modul wieder und bringe mal Hilfsebene weg. Wir sehen also jetzt, wie diese Projektion verläuft und dieses rote Konstrukt, was wir hier haben, das ist die Projektion aller Ebenen, aller Flächen des Quaders auf eine Projektionsebene. Das ist die Projektionsebene dazu. Und so sieht man, wie das durchgeht. Und wenn wir eben eine Fotografie haben, dann haben wir das Originalteil nicht. Wir haben das Projektionszentrum nicht, wir haben auch all diese Hilfslinie nicht, sondern wir haben nur dieses Bild. Das ist alles, was wir haben. Und jetzt ist einfach die Frage, wie gehen wir vor? Der Hauptpunkt. Ist ein Punkt. Der liegt jetzt quasi dort, wo normalerweise die Kamera steht. Also hier ist die Kamera und die Projektion, die senkrechte Projektion der Kamera auf die Bildebene, ist dieser Hauptpunkt. Machen wir jetzt mal aus. Und dann schauen wir uns das erste Projektionsbild an. Da sehen wir also nochmal, wie jetzt von zwei Kanten, zum Beispiel AB, hier hinten ein erster Hilfspunkt auf der Horizontallinie konstruiert wird, als Schnittpunkt dieser Verlängerung AB und EF. Die gehen hier hinten raus. Und das gleiche macht man mit AD und EH in die Richtung. Da bekommt man, jetzt habe ich was Falsches gesagt, mit CB und DA bekommt man hier in diesen zweiten Punkt raus. Dann können wir uns daran erinnern, dass wir dann hier den Taleskreis gezeichnet haben, dass wir von dem Hauptpunkt die Senkrechte gezeichnet haben, diese den Schnittpunkt mit dem Kreis wieder runtergedreht haben, haben diese beiden Messpunkte und von diesen beiden Messpunkten projiziere ich dann meine Kanten wieder zurück auf eine Standlinie. Das sind diese Linien, die wir hier alle haben. Und dann bekomme ich hier die reale Größe zweier Kanten raus. Also einmal dieser Kante und dieser Kante. Und wie gesagt, das ist alles nur relativ.
und ich kann die dann mit einer bekannten Größe wieder multiplizieren. Und das gleiche kann ich jetzt quasi mit zwei anderen Dimensionen machen. Dann bekomme ich also jetzt auch das Verhältnis der Breite und der Höhe raus und das dritte nochmal in der dritten Richtung und auch hier bekomme ich ein Verhältnis raus. Das sieht hier alles jetzt ziemlich verworren aus. Man kann sich das in aller Ruhe einfach mal anschauen, wie diese Dimensionen hier alle drin liegen. Okay, was ist die Essenz dieser ganzen Vorgehensweise? Ich gebe mir hier Verhältnisse meiner Seiten vor, zum Beispiel eben hier einfach mal Verhältnis 1 und 1, das heißt, das ist ein Würfel und dann lasse ich den Skript laufen. Und hier sind die ganzen Seitenverhältnisse nochmal zum Testen, alles 1 zu 1. Und bei dieser ganzen Konstruktion sieht man hier drin jetzt also auch den Würfel, der ist natürlich hier relativ wenig perspektivisch verzerrt. Und ich kann jetzt auch noch mal ein anderes Beispiel laufen lassen. So, und hier haben wir also Kantenverhältnisse einmal 8 zu 1 und das andere Mal ist der Faktor einfach 1,6 und das ist ein ziemlich flaches Objekt. Hier sieht man jetzt auch schon die Verzerrungen und man sieht, dass die Projektionen auch ziemlich weit dann schon nach außen laufen. Aber diese Daten braucht man ja nicht zu visualisieren, sondern es reicht eigentlich, wenn ich diese generierten Messwerte aus meiner Darstellung dann nehme für weitere Verarbeitung. Das einzige Problem, technische Problem, was jetzt besteht, ist aus einer Fotografie einfach diesen Quader zu extrahieren, um das mal auf der Webseite zu sehen. Das wäre also ein Verfahren, wie kann ich jetzt hier drin 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte abtragen. Ich bräuchte dann oder könnte noch den 7. und den 8. Punkt, die jetzt quasi hinten liegen, nehmen. Im Verfahren werden diese Punkte aber nicht mit ausgewertet.